Werner Weicht aus Nürnberg ist sauer, stinksauer. Er hat eine Kapitallebensversicherung bei der ERGO Direkt. 18 Jahre lang läuft sie, wird 2016 fällig. Seit Jahren schrumpfen die Überschüsse. ARD-Ratgeber Geld berichtete darüber bereits in der vergangenen Sendung. Werner Weicht hat nun ausgerechnet, dass er am Ende sogar weniger herausbekommt, als er an Beiträgen einbezahlt hat. Ein Verlust, das kann er gar nicht glauben. Ich fühle mich einfach als Beitragszahler hilflos diesen Machenschaften der Gesellschaft ausgeliefert, dass ich es hinnehmen soll, dass weniger am Schluss als Summe rauskommt, als ich an Beiträgen einbezahlt habe. Dabei wirbt der Mutterkonzern ERGO heute in den Werbespots mit besonderer Kundennähe. Ich will mal eine Garantie dafür, dass ich erstmal verstehen kann, wofür ich hier überhaupt zahle. Verstanden. Deshalb gibt es bei ERGO jetzt die Verstehensgarantie. Wir fordern von ERGO Direkt eine Stellungnahme, warum weniger herauskommt, als einbezahlt wurde. Das Unternehmen bittet zu bedenken, dass doch Kosten für die Leistung des Todesfallschutzes, fällige Verkaufsprovisionen und laufende Verwaltungsgebühren anfielen. Aha. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich zum Beispiel überhaupt keine Auskunft bekomme, wie viel meiner Beiträge sind schon verschwunden durch die Prämien, die beim Abschluss der Versicherung an die Werber gezahlt werden. Diese Auskunft hat mir sowohl die Versicherung als auch der Ombudsmann, den ich darum gebeten habe, sich einzuschalten, die Auskunft verweigert. In der Werbung der ERGO heißt es dagegen so. Warum sind Versicherungen eigentlich Experten darin, mich nicht Bescheid wissen zu lassen? Verstanden. Deshalb gibt es bei ERGO jetzt die Klartext-Initiative. Ich will versichert sein, nicht verunsichert. Also wenn ich nicht verunsichert bin, dann weiß ich nicht. Was viele nicht wissen, die Versicherer legen viel weniger an, als die Kunden einbezahlen. Der Beitrag für eine Kapitallebensversicherung, meist monatlich bezahlt, spaltet sich auf in vier Teile. Da geht Geld weg für Abschlusskosten, also Provision für den Vermittler. Ein Teil fließt in laufende Verwaltungskosten. Es werden Risikokosten für den Todesfallschutz abgezogen. Nur der Rest, der sogenannte Sparanteil, wird angelegt und verzinst. Nun will ARD-Ratgeber Geld den Sparanteil von Herrn Weicht ausrechnen. Schützenhilfe bietet der unabhängige Versicherungsberater Georg Pitzel. Aus den vorliegenden Daten wie Versicherungssumme, Garantieverzinsung und Laufzeit kann er mit ein paar Rechenkniffen quasi rückwärts den Sparanteil herausfiltern. Das Ergebnis ist erschreckend. Herr Weich zahlt jeden Monat 46 Euro ein. Davon gehen, vereinfacht dargestellt, gerade mal 27,90 Euro in den Sparanteil und werden angelegt. Über 18 Euro werden also Monat für Monat vorher abgezwackt für Kosten. Bei dem konkreten Fall ist die Kostenquote bei 40% und damit liegt sie schon im oberen Bereich, also sehr teuer. Liegt aber auch daran, dass der Herr Weich bei Abschluss schon relativ alt war und damit der Anteil Risikobeiträge relativ hoch ist. Im Vergleich zum Markt oder zu den üblichen Kostenquoten, bei günstigen Anbietern liegt die Kostenquote vielleicht bei zwischen 10% und 15% und bei teuren Anbietern durchaus zwischen 30% und 40%. Von ERGO Direkt wollen wir wissen, ob das Unternehmen bewusst Gebühren verschweigt, um Transparenz und ein kompromittierendes Ergebnis wie das des niedrigen Sparanteils zu verhindern. Die Antwort: Nein. Zur Erklärung heißt es, leider wurde anscheinend versäumt, die angefragte Kostenhöhe zu nennen. Hier haben wir einen Fehler gemacht. Grundsätzlich erhalten unsere Kunden bei Anfragen nach den Kosten immer eine detaillierte Berechnung. Einer, der Licht in das Dunkel bringen will, lehrt an der Fachhochschule Ludwigshafen Versicherungswirtschaft. Professor Dr. Weinmann hat die Geschäftsberichte der 10 größten deutschen Lebensversicherer untersucht, nach Kosten, die dem Versicherungsnehmer abgezogen werden, nach erwirtschafteten Gewinnen und nach der Quote, wie die Kunden an den Gewinnen beteiligt werden. Erstaunlich, manche Unternehmen reichen an ihre Kunden bis zu 100% des Gewinnes weiter, andere gerade mal nur 80%. Ich warne aber davor, die 100% als alleinigen Maßstab für eine Auswahlentscheidung zu nehmen, weil wir festgestellt haben, dass eine geringe Teilhabe an viel Gewinn, dass die besser sein kann oder besser ist als viel von wenig. Um das mit einem Beispiel zu illustrieren,
wenn ich von 100.000 Euro 100% bekomme, dann sind das 100.000 Euro. Bekomme ich von 200.000 Euro 80%, dann reden wir über 160.000 Euro. Nach Berücksichtigung der Einzelkriterien hat Professor Weinmann für die 10 größten Versicherer folgendes Gesamtergebnis für 2010 errechnet. Unterm Strich fährt der Kunde am besten mit der R&V Leben, gefolgt von der Allianz und der DBK. Schlusslicht die Generali. Die gesamte Studie finden Sie bei ARD Ratgebergeld im Internet. Hermann Weinmann hat dafür viele Zahlen mühsam ausgerechnet. Obwohl es zum Beispiel eine Vorschrift gibt, wie viel von den erwirtschafteten Gewinnen des Unternehmens mindestens beim Versicherungsnehmer ankommen muss. Doch diese Zahlen sind aus dem Geschäftsbericht nicht ersichtlich. Diese Zahlen hat im Grunde nur die Aufsichtsbehörde, die diese unter Verschluss hält. Und es wäre zu wünschen, dass die Öffentlichkeit diesen Zahlen zugänglich gemacht wird. Werner Weicht kann rückwirkend wohl wenig erreichen. Er wird seinen Verlust hinnehmen müssen.